So, meine Damen und Herren, bitteschön, wir sind auf Sendung Tag Nummer 3 auf dem Herbstcamp hier in Münster. Einchecken anschließend, jetzt schon wieder mitmachen, bitte. Freunde, Freunde, das Looping-Karussell Nummer 1 hier in Münster auf dem Send. Jetzt aber Kopf über mich. Hopp. Einchecken, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Airbus Sky Control, wir sind die Show. Ja, hallo ihr Lieben, ich bin der Jan, ich bin hier der Rekommandeur und der Verantwortliche für das Marketing und die öffentliche Kommunikation am Airwolf. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr euch das Video anguckt und ja, fangen wir mal an. Ja, Jan, schön, dich mal zu treffen und wir kennen es auch schon ein bisschen länger und wo haben wir uns das letzte Mal gesehen? Boah, das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, gesehen 2018 oder 2019 am Flyer vom Boos. Richtig. Und jetzt sind wir hier im schönen Münster am Airwolf. Ja, und ich freue mich ganz besonders, denn der Airwolf, das ist ja schon was älteres Geschäft, was jetzt aber einen neuen Glanz erstrahlt. Und umso mehr freue ich mich, das jetzt mal begutachten zu dürfen. Ja, richtig, Markus. Schön, dass du da bist. Genau, der Airwolf ist Baujahr 1996, hat also schon ein paar Jahre auf dem Kasten. Wir haben den Laden jetzt vor anderthalb Jahren übernommen, komplett general überholt und ja, jetzt erstrahlt das Karussell im neuen Gewand. Und wir haben hier die Gondel, beziehungsweise die linke Gondel, da hinten ist noch die rechte. Die Gondeln wiegen zusammen 10 Tonnen. Das ist ein Wahnsinnsgewicht für ein Karussell tatsächlich. Ja, und hier ist eure Nebelmaschine, ne? Ja, richtig. Hier unten ist unsere Nebelmaschine, ganz schön leistungsstark. Wir haben uns extra für das größte Modell entschieden. Das ist Wahnsinn. Die hat so eine krasse Leistung. Also wenn du hier mal ganz kurz drauf drückst, siehst du eigentlich fast nichts mehr. Ist auf jeden Fall richtig gut. Wahnsinn, was es mittlerweile auch für eine Technik gibt. Ist schon toll. Können wir vielleicht mal rumgehen und du zeigst uns die Lichteffekte? Natürlich, klar, gerne. Hinten auf der Rückwand sieht man jetzt auch gerade ganz gut. Da haben wir immer noch so Zenitstrahler, die sozusagen die Rückwand anstrahlen und dann jeweils immer eine Moving Head. Wenn wir uns jetzt gerade einmal umdrehen, dann siehst du bei uns die Rückseite von den Kassen, beziehungsweise die Rückseite von der linken Kasse. Da haben wir auch noch mal so einen von diesen Zenitstrahlern stehen und noch eine Moving Head. Genau das gleiche hier auch wieder, einen von den bunten Strahlern und dann da oben drauf Stroboskop-Effekte. Und hier auf den mittleren Lichtmasten haben wir dann immer noch einen Wash-Strahler oben drauf. Der bewegt sich auch von links nach rechts, von oben nach unten und unten drunter auch wieder einen Zenitstrahler. Genau, das Ganze haben wir sozusagen doppelt. Was man jetzt hier noch nicht sieht, das siehst du aber hier, wenn du da an die Kasse guckst, da kommt da so ein kleines schwarzes Rohr raus. Und das sind bei uns die CO2-Kanonen. Was heißt CO2-Kanone? Das ist ein ganz besonderer Nebeleffekt. Wenn du da drauf drückst, dann kommt so eine richtige Fontäne da raus, eine Nebelfontäne, die auch ganz, ganz schnell wieder weg ist. Aber es ist bei uns so ziemlich einzigartig und hat sonst, glaube ich, noch gar keiner auf der Reise. Wie ist das eigentlich mit dem Laser? Wenn jetzt viel Wind ist, dann ist das natürlich schwierig, oder? Das mit dem Laser an sich, dem Laser macht es mit dem Wind nichts, aber der Nebel ist natürlich dann relativ schnell verzogen und die Lasereffekte kommen ja immer erst so richtig gut raus, wenn du halt eben Nebel hast. Die Laser siehst du übrigens da, die sind jeweils links und rechts an der Seite von der Rückwand, habe ich gerade eben nicht gesagt. Es sieht aus wie so kleine Kameras, sind aber keine, da sind tatsächlich die Lasereffekte drin. Wir haben uns das auch alles extra so programmieren lassen, dass die Laser beispielsweise ausgehen, wenn die Personen hier ein- und aussteigen. Ist ganz wichtig, dass dann da keiner von den Lasern geblendet wird oder sowas. Und da haben wir das uns extra so programmieren lassen, dass wenn das Einstiegslicht hier oben auf der Plattform angeht, dass die Laser dann auch automatisch ausgehen. Kannst du uns was zum Baujahr sagen vom Airwolf? Na, selbstverständlich. Der Airwolf wurde im Jahr 1996 von der Firma Mondial gebaut und jetzt im Jahr 2021, 2022 von uns komplett general überholt. Welche Firmen waren da beteiligt jetzt beim Umbau? Also das war einmal die Firma SAD aus Dienstlaken und für die Gestaltung war der Konstantin Krenek mit seinem Team zuständig, der hier das komplette Design für den Airwolf sozusagen mit uns entworfen hat. Vom Licht her war das die Firma LSC in Förde, die die komplette Lichtanlage gebaut hat. Und ja, jetzt im Winter fahren wir nochmal zum Mondial und kümmern uns dann noch um weitere technische Aufrüstungen und Umrüstungen. War das eigentlich so, dass jetzt alles nach der neuen DIN-Norm umgebaut wurde? Wir sind tatsächlich aktuell an der DIN-Norm noch dran. Ich kann aber auch schon sagen, wir werden die DIN-Norm im nächsten Jahr haben. Das ist jetzt das, was jetzt bei uns diesen Winter noch ansteht. Deshalb fahren wir auch noch mal zum Mondial. Wir kümmern uns darum, dass jetzt die DIN-Norm
endgültig hier an dem Karussell sozusagen ankommt. Das sieht aber alles schon sehr, sehr gut aus. Erst im Rechnen zufolge wird das kein großes Thema hier sein, weil die Anlage schon sehr massiv gebaut wurde. Es ist auch alles schon redundant verriegelt. Die ganze Überwachung und so weiter, das ist alles schon den neuesten Normen entsprechend. Wir sind jetzt gespannt, was da noch ein bisschen auf uns zukommt, aber das wird schon gut werden. Ja, und was sehen wir hinter dir? Hinter mir sehen wir den Elektrocontainer, da ist sozusagen die ganze Steuerung vom Airwolf drin. Das heißt, alles, was irgendwie vorne über das Fahrpult oder auch hier über die Gondel dann geregelt wird, läuft dann einmal hier hinten in den Elektrocontainer ein. Und das ist sozusagen das Herzstück der ganzen Anlage. Kannst du uns mal was zum Fahrablauf sagen? Ja, also der Fahrablauf vom Airwolf ist sehr abwechslungsreich. Wir fangen erstmal langsam an, kippen dann die Gondel mal nach links, nach rechts, je nachdem. Manchmal fahren wir auch dann direkt los. Und ja, dann ist erstmal alles ein bisschen entspannter. Das heißt, wir lassen die Gondel so fliegen, teppichmäßig sozusagen ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts fahren, ganz entspannt. Und wenn es dann richtig losgehen soll, dann wechseln wir ganz kurz die Richtung von der Gondeldrehung und dann macht dann das Karussell sozusagen fast von alleine Überschläge und Loopings und dann wird es, ja, ganz, ganz spannend, weil man eigentlich nie weiß, was als nächstes passiert. Ne, der Airwolf, man kann nie vorhersehen, welche Fahrbewegung wirklich als nächstes kommt. Macht man jetzt einen Überschlag, macht man keinen. Das ist immer die große Überraschung hier am Karussell. Das ist sehr, sehr cool. Also eure Gondeln sind freischwingend und jede Fahrt ist irgendwie anders. Ne? Genau, richtig. Ganz genau so ist es. Also bei uns ist jede Fahrt anders. Man kann nie so wirklich sagen, was als nächstes passiert. Wir haben ja auch kein Automatikprogramm hier am Karussell. Das ist alles manuell. Wird alles manuell gesteuert, manuell gefahren, über Joysticks. Das ist sehr, sehr cool. Du kannst auch immer gut auf die Leute eingehen. Und das macht das Ganze auch irgendwie zu was ganz Besonderem. Hinter dir sehen wir ja die Bügel. Richtig. Und bis wie viel Kilo geht das ungefähr? Also vom Gewicht her muss ich sagen, das hängt immer ganz davon ab. Wir haben jetzt in dem Sinne kein Maximalgewicht, was man haben kann. Man muss einfach in den Bügel reinpassen. Ne? Die Gondeln sind so massiv. Da kannst du jetzt nicht sagen, okay, wenn jetzt jemand 150 Kilo wiegt, passt der nicht rein oder sonst irgendwas, das geht schon. Wir haben ja auch dann Personen, die ein bisschen weniger wiegen, das gleicht sich dann so immer aus. Aber prinzipiell ist es so, wenn du in den Bügel reinpasst, dann kannst du auch fahren. Ja, im Hintergrund sehen wir ja eure neue Rückwand. Wer hat denn die gestaltet? Das war Konstantin Greneck mit seinem Team. Der hat eine relativ große Agentur, was die Gestaltung von Fahrgeschäften angeht. Sehr, sehr schön geworden, wir sind richtig zufrieden, das ist ein ganz neues Thema hier für den Airwolf und ja, das lässt das Ganze noch mal ein bisschen in neuem Glanz erstrahlen. Ja, wie du schon sagst, also die Farben haben sich verändert und das ist jetzt ein bisschen technischer, ne? Das Ganze, ne? Ja, das Ganze ist jetzt sozusagen nicht mehr so ganz kirmestypisch, sondern wir haben jetzt schon eine klare Leitlinie hier drin. Wir haben ein Thema bekommen. Das Thema Airwolf wird komplett aufgegriffen. Airwolf Sky Control ist ja unser neues Motto hier. Das Sky Control kam sozusagen dazu. Das war ja früher nicht mit dem Namen enthalten. Das Ganze stellt sozusagen eine Reise auf einen neuen Planeten dar, die wir hier mit dem Airwolf antreten. Das ist so der Hintergrundgedanke bei der Gestaltung gewesen. Und ja, ich denke, das Thema kommt ganz gut zur Geltung und macht auf jeden Fall Sinn und das passt dann nochmal sehr, sehr gut so zusammen. Gibt es dazu auch eine Geschichte? Eine Geschichte in dem Sinne gibt es eigentlich nicht. Das hängt immer so ein bisschen auch davon ab. Wir haben halt extra produzierte Jingles auch, die auf das ganze Thema mit einleiten. Aber eine richtige Geschichte in dem Sinne gibt es jetzt nicht. Nein. Wer hat die Jingles hergestellt? Das war tatsächlich auch Konstantin Krenegger. Der hat alles eigentlich für dieses Karussell, was die Gestaltung und die Verarbeitung angeht, gemacht. Ja. Also alles aus einer Hand? Alles aus einer Hand, ja, richtig. Und wir stehen ja hier auf eurer Plattform und technisch gesehen, was passiert hier? Technisch gesehen ist das so, das ist sozusagen unser Ein- und Ausstiegsbereich. Wenn die Gondeln alle verriegelt sind und ich unten die Freigabe habe, kann ich diesen Boden komplett nach unten fahren. Das muss ich auch machen. Und erst dann, wenn der Boden ganz unten angekommen ist, bekomme ich die Freigabe, dass ich dann losfahren kann. Habt ihr jetzt noch einige Kinderkrankheiten nach dem Umbau? Tatsächlich läuft die Anlage jetzt seit Stuttgart einwandfrei durch. Wir sind richtig zufrieden. Man hat ja ein bisschen mitbekommen, dass wir ein paar kleine Probleme hatten in Hamburg so zum Anfang. Das ist aber auch ganz normal, wenn du jetzt nach 7 Jahren, die das Karussell eingelagert war, das Karussell wieder rausholst. Es ist logisch, dass erstmal nicht alles ganz so rund läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber jetzt läuft die Anlage einwandfrei, problemlos und wir sind echt zufrieden. Und wie wird das Karussell jetzt angenommen? Der Airwolf hat nach wie vor, das war früher ja auch schon so eine Wahnsinnsresonanz. Wir merken das auch, das ist krass, wir haben damit gar nicht gerechnet, dass der Airwolf so viele krasse, tolle Fans hat, die uns auch total unterstützen. Wir bekommen jeden Tag ganz, ganz viele Mails und Nachrichten geschrieben, wo wirklich auch die Leute sagen, es ist so toll, was ihr macht, toll, dass das Karussell wieder da ist, toll auch, wie der Laden jetzt ausschaut und ja, wir sind da sehr überwältigt von.
Ja, und ihr habt hier zwei Kassenhäuser, ne? Richtig, wir haben zwei Kassenhäuser, die wurden komplett für uns neu gebaut. Passen super zum Geschäft, wie ich finde, sind super funktional auch. Mega. Und die sind brandneu? Die Kassen sind tatsächlich brandneu, ja. Wer hat denn das alles gebaut jetzt? Das war ein Fahrzeugbauer aus Bremen, soviel ich weiß. Ja, der hat die Kassen komplett für uns neu gebaut. Kannst du uns was zum neuen Design sagen? Wer war da beteiligt? Ja, also an dem neuen Design war Konstantin Krenek beteiligt und halt eben wir. Das Ganze ist in einer guten Zusammenarbeit entstanden. Wir sind richtig glücklich. Ich glaube, das Karussell kann sich wirklich sehen lassen. Wir sind gestalterisch fast fertig jetzt hier. Was noch ein bisschen neu kommt, ist ein neues Licht. Und ja, dann ist der Airwolf so, wie wir ihn uns eigentlich vorstellen. Ja, wie viele Meter darf man denn da mitfahren? Ja, mitfahren darf man bei uns ab einer Körpergröße von 1,40 Meter und ansonsten ab einem Alter von 12 Jahren. Und natürlich, wie das bei jedem Fahrgeschäft ist, sollte man keinen Wirbelsäulenschaden haben. Ne? Richtig, Wirbelsäulenschäden oder auch sonstige Krankheiten wie Herzprobleme oder eine Schwangerschaft. Wenn man das hat, sollte man bei uns besser nicht mitfahren. Nein, ist richtig. Ist das eigentlich ein Familiengeschäft oder eher ein Thrillride? Also das hängt eigentlich ganz davon ab. Also bei uns fahren tatsächlich auch schon ja, Jugendliche, beziehungsweise dann, ja, ist man mit 12 schon jugendlich? Das ist jetzt die Frage. Aber es fährt eigentlich ist ein Karussell für die ganze Familie, aber auch für Thrillseeker. Ne? Also wir nehmen wirklich eine ganz, ganz breite Masse hier mit. Kleine Kinder jetzt leider nicht, aber die haben hier noch andere Alternativen auf dem Festplatz. Nee, aber bei uns ansonsten ist es eigentlich ja, schon was für die komplette Familie ab 12, beziehungsweise dann für die Thrillseeker. Ja, auf wie viele Transporter wird das Geschäft verladen? Der Airwolf hat insgesamt als Karussell 4 Transporte. Hinzu kommen dann noch 2 Wohnwagen und ein Mannschaftswagen. Also insgesamt sind wir mit 7 Transporten dabei. Ja. Ja, und jetzt gehen wir mal in die Kommandozentrale, richtig, oder? Richtig, gehen wir mal in die Kommandozentrale. Komm rein. Jan, kommst du eigentlich vom Privat oder bist du Schausteller? Ich bin tatsächlich ein privater Rekommandeur, ja. Ich bin kein Schausteller, ich bin privat. Wie bist du zur Kirmes gekommen? Oh, ich war schon, seitdem ich 12, 13 bin, sehr kirmesbegeistert, bin immer sehr, sehr viel auf Plätze gegangen, so wie du, hab dann auch angefangen, YouTube-Videos zu machen und irgendwann kam halt der Kontakt zu anderen Schaustellern und ja, so kam ich dann irgendwann in die Rekommandeurszene rein und bin jetzt hier fest verankert. Und wo hast du überall schon gearbeitet? Oh, ich war schon an ganz, ganz vielen Geschäften mittlerweile. 7 Jahre lang am Dropzone von Müller, das ist ein ganz kleiner Kinderfreifallturm im Frankfurter Raum. Dann war ich 2,5 Jahre lang am Flyer von Boos, ein großes Kettenkarussell. Dann noch ganz kurz an ein paar anderen Geschäften. Ja, und jetzt bin ich hier am Airwolf. Was ist das Besondere, auf der Kirmes zu arbeiten? Oh, auf der Kirmes zu arbeiten ist eigentlich ein ganz, ganz besonderes Thema, weil du einfach viele Leute ganz, ganz schnell glücklich machen kannst mit einer guten Dienstleistung, mit einem Erlebnis. Es ist einfach ein ganz, ganz toller Ort. Wir beglücken die Menschen. Wir machen Freizeit zum Vergnügen und genau deshalb sind wir hier und das ist das Besondere. Da ist eine riesengroße Leidenschaft dahinter. Es ist alles sehr familiär hier auf der Kirmes und es ist toll. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt tatsächlich schon 23 oder eigentlich erst 23. Das ist ja dafür, dass ich schon so viel auf der Kirmes erlebt habe, noch relativ jung. Ja, eine große Herausforderung hier mit 23 auch an so einem großen Geschäft zu sitzen. Sehr, sehr viel Verantwortung, aber es läuft. Und du reist doch mit. Ich reise tatsächlich immer hinterher. Ja, ich bin nicht fest mit dabei. Ich komme immer nur, wenn wir aufhaben. Wohnst du auch im Wohnwagen? Prinzipiell bekomme ich immer eine Unterkunft von der Firma gestellt, manchmal im Wohnwagen, manchmal aber auch eine private Unterkunft dann hier in der Nähe. Und das macht dir nichts aus? Nein, es ist alles immer super, so läuft es hier halt. Ja. Ich glaube, das gehört auch zum Schaustellerleben dazu, das heißt, immer einen anderen Ort zu sehen. Und das ist ja irgendwie auch was Besonderes, weil man lernt viele Menschen kennen und bekommt dann auch ganz viele Eindrücke von verschiedenen Gegenden. Das ist ja auch sehr interessant, oder? Das ist echt der Wahnsinn. Also wir waren jetzt vor 2 Wochen noch in Stuttgart auf dem Cannstatter Vasen. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Veranstaltung wie jetzt hier. Du hast eine ganz andere Kultur wie hier. Dafür bist du hier jetzt sehr schön in der Innenstadt. Du hast viele Studenten hier in Münster. Es ist immer anders, immer wieder schön und du lernst halt auch ganz, ganz verschiedene Facetten, ganz, ganz verschiedene Kulturen auch kennen. Das macht ganz, ganz viel Spaß. Hast du eigentlich einen Partner oder eine Partnerin? Ich bin tatsächlich aktuell Single, ich habe keinen Partner, Partnerin kommt bei mir nicht in Frage. Ja, das ist bei mir aktuell so der Stand. Ja. Und Jan, du bist ja schwul und ist das eigentlich ein Problem am Kirmes? Tatsächlich nicht, nee. Also ich bin hier immer auf der Kirmes mit sehr offenen Armen empfangen worden.
Es ist auch tatsächlich so, dass hier einige Mitarbeiter an Karussells schwul sind und wir sind da eigentlich eine ganz gute Community. Es kommt aber auch gar nicht auf deine Sexualität hier an, sondern wichtig ist, dass du einfach einen guten Job machst und ja, was bei dir in deinem Privatleben abläuft, ist ja auch ein bisschen im Privat. Aber trotzdem ist es so, dass man hier sehr gut akzeptiert wird und das ist auch ganz, ganz wichtig. Wir haben hier immer eine sehr familiäre Atmosphäre. Ich glaube, das ist auch so besonders, weil du reist ja gemeinsam mit deinem Team wirklich Wochen, Monate lang durch Deutschland. Und da muss es einfach auch passen, dass du dich auch einfach akzeptiert fühlst. Und das ist definitiv auch gut. Ja, und was haben wir hier für einen Hasen? Wir haben hier den Vasenhasi aus Stuttgart, unser kleines Andenken sozusagen an den Cannstatter Vasen. Der reist mit uns jetzt schon seit vielen, vielen Jahren von A nach B. Ist sozusagen schon noch ein altes Bestandteil aus guten alten Weberzeiten. Der war damals schon am Flash mit auf dem Cannstatter Vasen. Oh, und jetzt ist er hier bei uns am Airwolf, hat den Cannstatter Vasen jetzt die letzten Wochen in Stuttgart erlebt und ist jetzt mit uns in Münster. Ja, Jan, wir sitzen hier in eurer Kommandozentrale und wir sehen da hier das Steuerpult. Kannst du uns das vielleicht mal erklären? Wir haben jetzt gerade den Boden nach unten gefahren, jetzt lösen wir die Bremsen und jetzt können wir eigentlich schon das Karussell losfahren. Ne? Einfach hier mit Hilfe der Joysticks lassen wir jetzt erstmal unten ein bisschen drehen. So, meine Damen und Herren, bitteschön, wir sind auf Sendung Tag Nummer 3 auf dem Herbstcent hier in Münster. Einchecken, anschließen, jetzt schon wieder mitmachen, bitte. Jetzt können wir das Karussell hochziehen. So, wer jetzt schon wieder mit möchte, einchecken bitte die Tickets an der Kasse lösen, Freunde, dabei sein, mitmachen. Airwolf Sky Control. Wir sind die Show, meine Damen und Herren. Hast du so ein Gefühl, wenn du wieder schalten musst, oder? Das hast du im Gefühl, ja. Irgendwann entwickelst du dafür eins. Freunde, Freunde, das Looping-Karussell Nummer 1 hier in Münster auf dem Send. Jetzt aber Kopf über, Baby. Hopp. Einchecken, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Airwolf Sky Control, wir sind die Show. Links rum, rechts rum und Kopf über, ne? Come on, baby, los! So, komm, andere Richtung. Aber meine Damen und Herren, wir können das auch andersrum und wir machen das Ganze in beide Richtungen. Ladies and Gentlemen, hey Münster, einchecken bitte, es ist offen, jawohl. Airwolf Sky Control, meine Damen und Herren, das verrückte Looping-Karussell, das große Comeback in diesem Jahr. Kommen Sie, machen Sie mit hier. Alright, baby, come on. Wie lange geht's in der Fahrt? So, in der Regel 4 bis 5 Minuten. So, wer jetzt schon mit möchte, bitte schön die Bordkarten für die neue Runde an der Kasse lösen. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Airwolf, wir sind die Show. Ist das eigentlich schwierig, das Einparken, oder ist das so? Du musst dafür auf jeden Fall ein Gefühl entwickeln, ja. Also, ich sag mal so, wenn du die Anlage neu machst, den ersten Tag ist es schon relativ schwer. Aber mit der Zeit findest du dich da rein. So, komm schon, Baby. Jetzt aber noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und los. Ein Rekommandeur braucht ja eigentlich so Krakenarme, ne? Abends Licht und manchmal noch kassieren, ne? Und alles gleichzeitig, oder? Abends alles gleichzeitig, ja. Auch nicht so einfach, ne? Man muss sich reinfinden, klar. So, wer jetzt schon damit möchte, meine Damen und Herren, Airwolf Sky Control, wir sind die Show. Kommen Sie bitte, nehmen Sie Ihre Plätze ein. Jetzt schon mal die Tickets für die neue Runde an der Kasse lösen, bitte. Aber meine Damen und Herren, es ist offen. Machen Sie mit, seien Sie dabei, bitte. Jetzt parkst du ein, worauf musst du achten? Eigentlich muss man darauf achten, dass die Gondel wirklich in der Nullposition steht und der Arm. Ob sie das tun, zeigen uns hier die beiden Lampen, wenn die angehen, ist die Nullposition erreicht. So, jetzt siehst du hier, beide Lampen sind an, dann machst du die beiden Bremsen rein und dann kannst du nach ein paar Sekunden an den Boden nach oben fahren. Ja, Jan, die Rückwand, die ist ja imposant, ne? Sehr hoch, ne?
Die Rückwand ist wirklich riesig, ja, tatsächlich, die kann komplett eingeklappt werden. Das ist Wahnsinn, wie das gebaut wurde. Richtig cool, die Seiten werden dann eingeklappt und die Rückwand kommt dann so von hinten nach vorne runter. Mega gut. Wie lange dauert das hier, das Geschäft aufzubauen? Also wir brauchen für den Aufbau vom Airwolf 2 bis 3 Tage, wenn wir Zeit haben, auch gerne ein bisschen mehr. Beim Abbau liegen wir aktuell bei 2 Tagen. Das kann sich aber alles noch ein bisschen verbessern. Wir sind ja noch in der Einfindungsphase hier mit dem Geschäft. Ja. Ist das eigentlich so, dass das mit den Nebel und so weiter und Lasern nicht auf jedem Platz erlaubt ist? Tatsächlich gibt es Plätze, wo Nebel nicht erlaubt ist, zum Beispiel Düsseldorf, weil da direkt daneben ja der Rhein langläuft und ansonsten dort die Schifffahrt beeinträchtigt werden könnte. Aber in der Regel können wir schon mit Nebel und auch mit Laser und so weiter arbeiten. Das ist natürlich dann schade, weil das macht ja auch das Geschäft aus, die ganze Show und alles, was damit zusammenhängt. Ne? Das ist absolut richtig. Ja, Nebel gehört bei uns eigentlich mit dazu, aber wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Ne? Sag mal, wo seid ihr in diesem Jahr noch unterwegs? Ja, das ist jetzt für uns hier in Münster dieses Jahr der letzte Platz. Danach geht das Karussell zu Mondial. Da haben wir noch ein paar technische Neuerungen vor. Und ja, damit sind wir sozusagen mit der Saison für dieses Jahr am Ende. Wir haben ja noch einen Weihnachtsmarkt, auf dem wir dann stehen, mit einigen Weihnachtsbuden und Weihnachtsgeschäften, ja. Das heißt, für den Airwolf ist das jetzt dieses Jahr der letzte Halt hier in Münster. Ja, hallo, ich bin der Thomas Weber aus Herford. Und Sie haben den Airwolf zurückgeholt. Genau, Airwolf Reloaded. Wir haben ihn wiederbelebt. Wie man sieht, komplett renoviert. Ja, die Resonanz ist ja riesig. Die Kirmesfans und auch Besucher freuen sich, dass das Geschäft wieder zurück auf der Reise ist. Ne? Ja, erstmal die alten Fans, die es natürlich noch kennen, die reisen uns wirklich hinterher und freuen sich und teilen uns das auch mit. Ja, und für die Jugendlichen ist es die absolute Top-Neuheit. Weil die kennen es natürlich nicht mehr und jetzt natürlich in dem neuen Outfit. Ja, ich sag mal, es ist die absolute Top-Neuheit. Was wurde jetzt hier am Geschäft alles neu gemacht? Ja, die komplette Gondel wurde zerlegt und die Innereien, die zwar nur wieder neu gemacht wurden, es war ja sowieso schon im Fachsprachbereich als redundant. Redundant heißt dreifache Absicherung der Bügelverriegelung. Das wurde halt jetzt nur alles erneuert, wieder. Ja, komplett neue Materialien verbaut. Ja, ansonsten das ganze Geschäft hat ein ganz neues Outfit bekommen. Die Kassenhäuser wurden neu gebaut, die Rückwand wurde überarbeitet. Und motorentechnisch wurde auch alles ausgebaut und neu, ja, wieder gelagert, gedichtet, mit neuen Ölen befüllt. Ja, alles so ein bisschen auch renoviert oder wie eine Inspektion, ne, beim PKW. Einmal alles komplett neu gemacht. Wir hatten ja früher sehr viele spektakuläre Geschäfte. Und da war ja eine Zeit lang jetzt nichts. Ne? Und jetzt sind sie zurück, wieder mit einem besonderen Geschäft. Ne? Wie kam es eigentlich dazu, dass jetzt eine Zeit lang Ruhe war in der Hinsicht? Ja gut, das hat sich so ein bisschen ergeben. Wir haben in Herford ja noch einen festen Betrieb, das Springolino. Und naja, daraufhin wollten wir es dann eigentlich erst beschränken. Aber das Zuhause sitzen und zu Hause bleiben, wir sind Schausteller. Wir mussten wieder raus. Naja, und da haben wir nach etwas gesucht. Gut, dass es gerade dieses Geschäft wurde in dieser Größenordnung. Man sagt ja so ein Kirmes-Mammut. Ja. Ja, aber ich denke mal, es lohnte sich. Ich sage mal einmal für die Kirmeswelt, für die Plätze natürlich auch. Ja, ich sage mal, große spektakuläre Anlagen gibt es ja immer weniger. Und naja, wir sind auch jetzt ein Stück weit stolz drauf, ne, dass wir das so wiederbeleben konnten. Und dass es natürlich auch so eine wahnsinnige Resonanz ergibt. Ne? Das befriedigt uns oder beglückt uns natürlich in unserer Tat, was wir da getan haben. Wie kamen Sie dazu, die Anlage zurückzuholen und wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ja, wie schon eben gesagt, ich suchte nach etwas, ja, Neuem, anderem. Man guckte natürlich bei den Firmen, was gibt es. Und so hat man dann einfach mal, Mensch, eine Anlage, eine gebrauchte, steht bei der Firma Eberhard. Der fährt ja damit nicht mehr. Ja, und dann hat man einfach mal das Telefonat aufgenommen und dann hat es 1,5 Jahre gedauert, bis wir dann wirklich zugeschlagen haben und haben gesagt, so, die Anlage würden wir jetzt übernehmen. Ja, und dann kam natürlich gerade die Pandemie. Das war natürlich für uns schlimm, weil wir 2 Jahre dann, ja, das Karussell in der Form, so wie man sagt, an der Backe hatten, auch schon Zahlungen leisten mussten, aber halt kein Geld verdienen konnten. Und da muss man wirklich sagen, ja, wenn man jetzt so als Jungschausteller vielleicht damit angefangen hätte, um nicht noch andere Dinge im Rücken zu haben,
dann hätte das nicht funktioniert. Also da wäre man gleich zu Anfang vielleicht auch gleich pleite gewesen. Ne? Aber gut, wir haben es halt geschafft und desto froher sind wir jetzt natürlich, auch im nächsten Jahr jetzt wirklich in eine tolle Saison starten zu können. Also die Resonanz der Stadtverwaltung, Marktmeister, Veranstalter ist groß. Und deswegen hoffen wir, dass wir nächstes Jahr auch eine tolle Tour mit diesem Geschäft bereisen können. In der wievielten Generation sind Sie jetzt Schausteller? In der vierten Generation. Was haben Sie noch für Familienmitglieder? Mein Sohn, meine Tochter, ja, die jetzt hier nicht im Betrieb sind. Mein Sohn macht seine Lehre, ja, als Bankkaufmann. Und meine Tochter hat ja schon ihr eigenes Geschäft, die ist ja verheiratet und fährt zurzeit mit dem Eiswagen durch deutsche Lande. Könnten Sie sich eigentlich einen anderen Job vorstellen, außer jetzt umherzureisen und anderen irgendwie Glücksgefühle zu bringen? Oder wie soll man das ausdrücken? Nein, entweder ist man Schausteller oder man ist es nicht, sagte ich ja eben schon. Wir haben es ja probiert, ein paar Jahre doch sesshaft zu sein, zu werden. Gut, wir haben unser sesshaftes Geschäft, wie ich eben schon sagte, das Springolino, auch schon seit über 20 Jahren. Aber wie gesagt, da haben wir unseren Betriebsleiter und wir gehen dann doch wieder lieber auf die Reise. Gut, wie lange wir das noch machen, ob dann die Kinder auch wieder ins Geschäft einsteigen, das wird alles die nächsten Jahre zeigen. Aber ich sage mal, wenn man Schausteller ist, dann ist man es auch und dann muss man auch raus. Wie Sie eben schon sagen, ne, im Frühjahr, ja, wenn die Sonne hochkommt, ja, dann sagt man, Mensch, mir fehlt doch was, wenn ich dann zu Hause bin. Ne? Wieder auf die Reise zu gehen. Ja, das haben wir uns jetzt damit erfüllt und das werden wir jetzt dann auch erstmal so weitermachen. Und geht es jetzt noch auf Weihnachtsmärkte? Ja, wir sind zu Hause bei uns in Bad Salzuflen, da machen wir aber kein Karussell, da machen wir unsere Weihnachtspyramide mit Ausschank und unseren Thüringer Imbissstand. Ja. Ja, dann vielen Dank für das nette Interview. Sehr gerne.